Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und haben einen Erfahrungsbericht zu dem HP Envy X360. Fangen wir an. So, da wären wir beim HP Envy X360 15 EU0178NG. Ja, das ist die genaue Bezeichnung des Modells, das ich euch zeige. Und das ist ein Mittelklasse Convertible Notebook mit 360 Grad Scharnieren, um das Gerät zum Beispiel als Tablet zu nutzen. Ja, und ich packe das Gerät aus, schaue es mir an und richte es ein. Und am Ende seht ihr meinen Erfahrungsbericht. Noch kurz zu dem, was der Hersteller sagt. Brillantes 15,6 Zoll Full HD Display mit IPS-Technologie für kräftige und satte Farben. Starker AMD Ryzen 7 5700U Prozessor mit bis zu 4,3 GHz Leistungstaktrate. 16 GB RAM kombiniert mit einer schnellen 1 TB PCIe SSD für maximale Geschwindigkeit. Und edles X360 Aluminium Chassis, flaches und leichtes Design und Tastaturbeleuchtung. Und hier für die Interessierten noch die technischen Spezifikationen. Ja, nach dem Öffnen haben wir zunächst ein recht kompaktes 65 Watt starkes Netzteil mit insgesamt ca. 2,80 Meter langen Kabeln, einem Klettband und einem proprietären Stecker. Nun das ganze HP Envy X360 herausgenommen und zunächst zur Seite gelegt. Ja, und hier haben wir nun eine ganz wichtige Konformitätserklärung zum Gerät. Und hier haben wir einen in Deutsch gehaltenen Faltzettel mit der Beschreibung, wie man das Gerät auflädt, einschaltet und zu den wichtigsten Tasten. Außerdem gibt es Infos zur Windows 10 Bedienung, zu den Touchgesten und so weiter und so fort. Und wenn man nicht gerade das erste Mal vor so einem Gerät sitzt, ist das vollkommen ausreichend. Ja, nun endlich zum Gerät selbst und erstmal die unnötige Plastikfolie entfernt. Ja, und das ganze Gerät ist meiner Meinung nach in einem dunkelgraubraunen Ton gehalten, obwohl die Farbe Nightfall Black heißt. Naja, egal, es sieht richtig gut aus. Und auf dem Deckel befindet sich das silbern glänzende HP Logo. Sieht echt schick aus. Ja, und vorne sehen wir eine Griffmulde zum Öffnen des Notebooks. Ja, und links gibt es einen USB 3.2 Typ A Port, einen HDMI 2.0b Port, einen USB 3.2 Typ C Port und einen Kopfhörer-Mikrofon-Kombi-Port. Ja, und hinten sehen wir die Lüftungsschlitze und diese 360 Grad Scharniere, welche aus Kunststoff bestehen. Auf dem linken steht Envy drauf. Rechts am Gerät befindet sich ein SD-Kartenleser, der eine SD-Karte komplett aufnehmen kann, die also nicht rausguckt. Sehr schön. Und ein weiterer USB 3.2 Typ A-Port und der Stromanschluss. An der Unterseite befinden sich zwei große Gummileisten für einen sicheren und rutschfesten Stand, sowie Lautsprecher und Lüftungsbohrung. Auch die Unterseite besteht aus Alu. Vorne am Deckel gibt es noch eine Kunststoffleiste, die das WLAN-Signal durchlässt. Das ganze Gerät wirkt äußerlich sehr hochwertig und sehr gut verarbeitet. Ja, und jetzt versuche ich mal das Gerät mit einer Hand zu öffnen. Ja, und das geht leider nicht, weil die Scharniere natürlich schon etwas schwergängiger sein müssen, um in jeder Stellung verharren zu können. Dann den Schutz entfernt. Ja, und wir sehen hier direkt ein stark spiegelndes 15,6 Zoll großes Display. Und das sehr große Touchpad fühlt sich gut an und lässt den Finger ohne Widerstand rübergleiten. Ich glaube aber, dass es aus Kunststoff besteht und nicht aus Glas. Und die Tastatur fühlt sich robust an und ein etwas stärkeres Hineindrücken verursacht kein großartiges Verbiegen. Es wirkt also sehr stabil. Und das Display lässt sich einfach hin und her klappen. Und wie man sehen kann und wie ich vorhin auch schon erwähnt hatte, spiegelt es. Mal schauen, ob es diesbezüglich im Betrieb zu Problemen in Sachen Helligkeit kommt. Und der ganze innere Bereich besteht bis auf die Eingabegeräte aus Alu. Ja, und weiterhin wirkt das Gerät sehr hochwertig. Und nun mache ich das Gerät mal flach. Und wie man sieht, ist das Teil sehr dünn und in dieser Stellung an der dicksten Stelle ca. 1,2 cm hoch. Zusammengeklappt sind es dann so ca. 1,84 cm. Und durch die 360 Grad Scharniere kann man es dann komplett umklappen und hat dann ein Tablet. Und natürlich ist es beim Halten aber etwas gewöhnungsbedürftig, weil man unten ja die Tastatur hat, die aber in der Tablet-Stellung deaktiviert wird. Und hier seht ihr noch, dass eine normal große SD-Karte komplett in den SD-Schacht passt und nicht herausschaut. Das ist auch ganz gut. Und der erste Eindruck in Sachen Optik und Haptik sowie Verarbeitung ist sehr gut und jetzt wird das Gerät mal eingerichtet. Oben rechts auf die Einschalttaste gedrückt
und das Gerät startet und wir sehen direkt mal die Tastaturbeleuchtung, die mittels Taste in zwei Helligkeitsstufen variiert werden kann. Nun sehen wir die Windows 10 Einrichtung und diese ist selbsterklärend, weil alles in Deutsch dargestellt und via deutscher Sprachausgabe erklärt wird. Und ab jetzt wird vorgespult. Und hier sieht man noch kurz, wie der Fingerabdruckscanner von mir eingerichtet wird, aber auch hier alles selbsterklärend. Und dann sind wir endlich auf dem Desktop angekommen. Erstmal schauen wir, wie hell und dunkel das Display gemacht werden kann. Und die Helligkeit passt, aber leider kann man es nicht komplett dunkel machen, wenn man zum Beispiel einen Podcast hören möchte. Sowas muss man dann über die Energieeinstellung machen. Dann schaue ich mal, was so alles vorinstalliert wurde. Und natürlich gibt es mal wieder sehr viel Bloatware von HP serviert. Unter anderem gibt es die McAfee Antivirus Suite, Adobe Testprogramme, das Microsoft Office Paket zum Testen, diverse Spiele-Apps und so weiter und so fort. Man kann aber alles Unerwünschte deinstallieren. Dann schaue ich mal in den Einstellungen nach den Systeminfos. Und verbaut ist ja ein AMD Ryzen 7 5700U mit dem Radeon Grafikkern RX Vega 8. Dazu gibt es gesteckte 16 GB DDR4 RAM und 1 TB SSD sowie eine Windows 10 Home Lizenz. Ja, und Windows 10 ist auch recht aktuell auf der Kiste. Was während der Nutzung schon auffällt, ist das Touchpad, welches sehr genau arbeitet. Und ich habe keinerlei Aussetzer oder einen springenden Mauscursor festgestellt. Aber mal schauen, wie sich das Teil in den kommenden Tagen schlägt. Dann mal noch kurz in den Taskmanager geschaut und man sieht die 8 Kerne und 16 Threads. Der 16 GB Arbeitsspeicher und die SSD von Kioxia werde ich auch mal mit einem Benchmark überprüfen. Das Wi-Fi 6 Modul kommt von Realtek und dann den Grafikkern. Nun schaue ich noch kurz, wie viel Speicherplatz im Auslieferungszustand frei sind. Und es sind von der 1 TB SSD nach Formatierung ca. 953 GB verwendbar und davon etwas mehr als 45 GB benutzt und ca. 907 GB noch frei. Und jetzt surfe ich mal etwas im Netz und schaue mal etwas genauer, wie sich die Bedienung mit dem Touchpad so darstellt. Und das Bewegen des Cursors, das Scrollen, das Vergrößern von Webseiten, das Nutzen der Windows-Gesten und so weiter und so fort funktioniert ohne Probleme und ohne Aussetzer. Wirklich gut gemacht. Und jetzt wird der Touchscreen ausprobiert. Und auch mit dem Touchscreen geht alles ohne Probleme und sehr genau. Dann schreiben, malen und so weiter geht mit dem Finger natürlich auch. Dann lauschen wir nochmal kurz, wie die Lautsprecher sind. Und das hat sich auch schon mal sehr gut angehört. Ja, der erste Eindruck vom Gerät ist weiterhin sehr gut und wie das Gerät so nach einiger Zeit so ist, wie die Systemleistung, das Display, die Lautsprecher, die Tastatur und wie der Akku und vielleicht noch einiges mehr ist, seht ihr jetzt im weiteren Verlauf des Videos im Erfahrungsbericht. So, und ich nutze das HP Envy X360 nun auch wieder eine ganze Weile und finde es echt richtig gut. Nur einige Kleinigkeiten trüben den ansonsten wirklich sehr guten Eindruck, aber der Reihe nach. Zunächst zur Verarbeitung, der Optik und der Haptik und hier kann ich fast nur Positives berichten. Das Gerät ist sehr gut und robust gebaut. Ich habe keine unregelmäßigen Spaltmaße oder sonstige Probleme festgestellt. Das Gehäuse und der Bereich der Tastatur ist robust und die Scharniere knarzen nicht. Außerdem halten die Scharniere das Display auch in jeder gewünschten Stellung, aber auch wie beim Spectre X360 reicht eine etwas schnellere Bewegung, um das Display zu verstellen. Ja, und hier ist es natürlich etwas übertrieben von mir dargestellt, aber ihr wisst, was ich meine. Auch das Design ist sehr schick und von der Farbe finde ich das Gerät einfach richtig schön. Es ist natürlich eine Geschmackssache, aber hier ist alles soweit okay. Und diese geschliffene Kante, die man von der Spectre-Reihe kennt, gibt es beim Envy nicht. Ja, und das Gerät fühlt sich auch richtig hochwertig an und ist im Grunde ähnlich gut wie der Spectre X360, welches von der Klasse nochmal eine Stufe höher ist. Ja, und zwei Problemchen gibt es aber. Das matte Gehäuse ist anfällig gegen Fingerabdrücke, also ist ein regelmäßiges Putzen angesagt. Und außerdem ist das Öffnen des Deckels etwas fummelig, weil der obere Deckelrand rund und ohne Griff bzw. Hebelbereich gebaut wurde. Das ist nicht so gut gemacht worden und nervig.
und irgendwelche Kratzer am Gehäuse bzw. dem Corning Gorilla Glas geschütztem Display und so weiter hatte ich nebenbei nicht festgestellt, obwohl ich das Gerät nicht geschont habe. Außerdem ist das Gerät recht kompakt und leicht und kann so gut mitgenommen werden. Also im Grunde alles okay soweit. Dann zum Bildschirm und wir haben hier ein 15,6 Zoll großes IPS Display mit Full HD Auflösung, also 1920x1080 Bildpunkten und relativ dünnen Rändern. Ja, und was soll ich sagen, für einen Mittelklasse Laptop ist das Display richtig gut. Das Display ist in Innenräumen recht hell, die Farben sind schön kräftig und die Schärfe ist auch vollkommen okay. Natürlich sieht man aber, wenn man ganz genau hinschaut, Pixel. Aus einer normalen Arbeitsdistanz von so circa 50 bis 70 cm sind die Pixel aber nicht erkennbar. Ja, und draußen hängt es dann natürlich von der Helligkeit ab, ob man das Gerät ohne Probleme nutzen kann. Und ich hätte mir hier tatsächlich noch eine etwas höhere Helligkeit gewünscht, weil das Gerät bei stärkerem Sonnenschein schon an seine Grenzen kommt. In Innenräumen dafür gibt es aber keinerlei Probleme. Da ist das Display hell genug. Und hinsichtlich toter Pixel kann ich Entwarnung geben, aber ein Clouding ist bei dunklen Inhalten und sehr dunklem Raum feststellbar. Aber ansonsten auch hier alles okay. Nun zu den Lautsprechern und diese wurden in Kooperation mit Bang & Olufsen produziert und befinden sich seitlich neben der Tastatur und an der Unterseite. Ob die Lizenz was taugt, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass sie sich gut anhören. Aber hört nochmal selbst. Und ich finde die Lautsprecher gut, sie sind laut, klar und scheppern auch bei hohen Lautstärkestufen nicht, das passt soweit also. Dann zu den Eingabegeräten und mit der Tastatur kann man ohne Probleme schreiben, die meistbenutzten Tasten sind normal groß und sehr angenehm zum Tippen. Sie sind auch schön leise und die Funktionstasten sind etwas kleiner und steuern dann unter anderem Bildschirmhelligkeit, Tastaturbeleuchtung, Lautstärke und so weiter. Einzig die Power-Taste befindet sich etwas suboptimal, nicht ganz rechts, sondern links neben der Entferntaste. Naja, daran gewöhnt man sich. Und das Touchpad ist riesig und funktioniert sehr gut. Das Gleiten mit dem Finger ist angenehm und der Cursor wird ohne Aussetzer bewegt. Das Betätigen der linken und rechten Maustaste ist leise und Gesten funktionieren ohne Probleme, sodass man fröhlich vor sich hin surfen, arbeiten oder spielen kann. Und ich habe eine separate Maus jedenfalls nicht vermisst. Dann noch kurz zum Touchscreen und der funktioniert auch ohne Probleme. Egal ob surfen, malen, spielen und so weiter, das geht alles sehr gut. Was mich jedoch ab und zu mal gestört hat, ist der seitlich befindliche Rand des Displays, wo man ab und zu gegenkommt, aber sonst soweit alles okay. Auch und ein Stylus war bei diesem Modell nicht dabei, gibt es aber optional und wird dementsprechend natürlich auch unterstützt. Und ich habe auch noch so einen einfachen, nicht aktiven Stift ausprobiert und mit dem geht das Malen und Schreiben auch gut. Dann noch kurz zum Fingerabdruckscanner und der funktioniert nach der Einrichtung sehr gut. Er ist zügig und sehr genau. Und das Gerät wird mit dem Fingerabdruckscanner sehr zügig entsperrt. Nun kommen wir zur Systemleistung und das ist hier das Modell mit einem schnellen AMD Ryzen 7 5700U Prozessor, satten 16 GB DDR4 RAM und große 1 TB SSD. Naja, und das Ding rennt natürlich. Das Gerät startet dank der SSD sehr schnell und Programme lassen sich auch sehr zügig starten. Programme wie DaVinci Resolve funktionieren ohne Probleme, sodass man auch 4K Videoeditierung machen kann. Ja, und Surfen mit vielen Tabs geht auch ohne Probleme und Spielen natürlich auch. Natürlich sind aber auch High-End 3D-Spiele nur mit reduzierten Details möglich, da der Grafikkern im Prozessor integriert ist und eine dedizierte Karte fehlt. Trotzdem laufen insbesondere Spiele-Apps wie Asphalt Legends oder Forza Street sehr gut. Und auch ein Hill Climb Racing läuft natürlich sehr gut. Ja, und Benchmarks habe ich natürlich auch mal durchlaufen lassen. 3D-Mark hatte 1282 Punkte ausgespuckt. PC-Mark bezifferte die Leistung mit 5422 Punkten. Cinebench stellte 7532 Punkte im Multicore und 742 Punkte im Single-Core-Test dar. Und Crystal Disk Mark hatte nach dem Benchen der SSD folgende Werte angezeigt.
Und ich würde hier sagen, dass man für einen Preis von um die 950 Euro eine richtig gute Leistung bekommt. Natürlich variiert die Leistung aber, wenn man sich eine andere Version des NVX 360 holt. Ja, und diese Leistung verursacht natürlich auch Abwärme, die mit den verbauten Lüftern abgeführt werden muss. Ja, und dazu kann ich sagen, dass das Gerät während des normalen Betriebs mit ca. 30 Grad nicht großartig warm wurde. Wenn jedoch Leistung abgerufen und gerechnet wurde oder ein Benchmark das System forderte, hat man die Erwärmung zum Beispiel auf dem Schoß gespürt. Es war aber soweit alles in Ordnung und mit ca. 40 Grad an der wärmsten Stelle nicht unangenehm warm. Und die Lüfter verursachen natürlich auch Emissionen in Form von Geräuschen, aber hier kann ich sagen, dass die Lüftersteuerung und die Lüfter selbst sehr gut gemacht wurden. Im normalen Betrieb, ohne großartigem Leistungsabruf, also während des Surfens, beim E-Mail-Schreiben, Videoschauen und so weiter und so fort, habe ich die Lüfter, wenn überhaupt, dann nur ganz minimal gehört. Sie haben auf jeden Fall nicht gestört. Und wenn man dann gespielt hat oder gerendert wurde oder ein Benchmark lief, hat man dann irgendwann mal natürlich schon gehört, dass die Lüfter liefen. Aber dieses Lüftergeräusch war nur ein nicht störendes Säuseln, das sehr gleichmäßig war. Es gab keine ruckartigen Erhöhungen der Drehzahl und so weiter. Auch war das Geräusch nicht nervig hoch, wie so eine Turbine, wie man es von anderen dünnen Ultrabooks kennt. Ja, und gestört hat es jedenfalls nicht. Und sobald das Gerät wieder heruntergekühlt wurde, war es dann auch ziemlich zügig wieder leise. Und die Lüfter waren auf höchster Stufe so circa 35 dB laut. Also auch hier alles okay. Dann zum Akku und der Hersteller sagt 11 Stunden bei der Akkulaufzeit. Ja, und ich konnte in einer praxisnahen Mischnutzung aus Surfen, E-Mailen, Dokumente schreiben, Videos schauen und etwas zocken mit einer mittleren Helligkeitsstufe so um die 8 Stunden schaffen. Und das ist meines Erachtens nach gut. Es hängt natürlich aber alles von der persönlichen Nutzung, den verwendeten Programmen, der Helligkeit und so weiter ab, sodass man das Gerät bestimmt auch 11 Stunden betreiben oder innerhalb von 2 Stunden leer machen kann. Je nachdem, was man halt macht. Und mit dem Netzteil lädt man das Gerät dann so in circa 2 Stunden auf. Das ist auch vollkommen okay. Und per USB-C kann man das Gerät nebenbei auch aufladen. Das ist auch ziemlich gut. Ja, und wie sieht es mit der Verbindung in Sachen WLAN und Bluetooth aus? Ja, dank des verbauten WLAN 6 Chips war WLAN fast überall in meiner Wohnung stabil und schnell. Ich konnte ohne Probleme YouTube-Videos in höchster Qualität schauen und Dateien herunterladen und so weiter und so fort. Nur wenn ich an das letzte Ende meiner Wohnung ging und die Fritzbox am anderen Ende stand, hatte ich Probleme bei der Verbindung. Das war aber wirklich künstlich erzeugt. Ja, und einen Speedtest hatte ich jetzt nicht gemacht, naja, egal. Und bei Bluetooth gab es auch keine Probleme. Gekoppelte Geräte haben normal ohne Probleme verbunden und funktionierten. Dann zu der verbauten Webcam und dem Mikrofon, aber seht selbst. Ja, und das ist ein Test mit der internen Kamera und mit dem internen Mikrofon des HP Envy X360. Ja, und die Qualität der Kamera ist richtig schlecht und das Mikrofon, das ist ganz okay. Und gerade zu heutigen Zeiten finde ich es schon schade, dass hier so eine schlechte Kamera verbaut ist. Naja. Ja, und mittels Taste am Envy kann man die Kamera deaktivieren, um die Privatsphäre zu schützen. Und eine Aufnahme-App findet dann einfach keine Kamera-Hardware. Und fürs Homeoffice kann man das Gerät natürlich auch ohne Probleme an einem Monitor oder 4K-Fernseher anschließen, um ein größeres Display zu nutzen. Ja, und softwaremäßig hatte ich ja schon gesagt, dass Windows 10 in der Home-Version installiert ist, und zwar in der 64-Bit-Variante. Dann gibt es halt noch viel Bloatware, die kann man aber ohne Probleme deinstallieren. Und es gibt auch wieder einige HP-Apps, unter anderem für Anfänger, mit diversen Anleitungen und Hilfen zum Laptop. Und außerdem gibt es noch das HP Command Center, welches eine Lüftersteuerung, ein Netzwerkbooster und Systeminfos anbietet. Ganz nett. Jetzt noch ein kurzer Rundgang durchs UEFI. Dann einmal ins BIOS geschaut. Und jetzt schauen wir noch, ob Ubuntu 20.04.3 LTS läuft. Und nach dem Starten sehen wir, dass der Touchscreen ohne Probleme läuft. Und das Touchpad geht auch. Die Bildschirmhelligkeit kann auch ohne Probleme geändert werden. Und in den Einstellungen kann ich sehen, dass Bluetooth erkannt wird. Aber die Netzwerkhardware, also für WLAN, wird nicht erkannt und muss manuell installiert werden. Ach, und Gesten wie zum Beispiel Pinch to Zoom, um Webseiten zu vergrößern, werden out of the box nicht unterstützt.
Trotzdem ist Ubuntu also ohne Probleme als Alternative zu Windows möglich. Ja, und gab es irgendwelche Probleme mit dem Gerät? Nö, nicht wirklich. Und ich habe auch auf dieses Spulenfiepen geachtet, also dieses leise elektronische Geräusch bei einigen Geräten im Betrieb oder am Netzteil, aber hier gab es das Problem nicht. Ja, und im Grunde war es das auch schon zum HP Envy X360-15. Das Gerät ist sehr schick, richtig gut verarbeitet, hat ein gutes Display, gute Lautsprecher und richtig gute Eingabegeräte. Außerdem gibt es Leistung satt und einen richtig guten Akku. Und für einen Preis von ca. 950 Euro kann ich das Gerät auch ohne Probleme empfehlen. Ja, und falls ihr dieses Video interessant findet oder irgendwas damit anfangen könnt, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Kommentieren und teilen wäre auch sehr nett. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss.